Egal ob Tagesgeld und Festgeld, ob Ratenkredite oder die Baufinanzierung, überall steigen die Zinsen. Experten sprechen auch von einer Hochzinsphase. Wir sprechen heute über Fragen wie: Wo gibt es die besten Zinsen für dich als Sparer, Anleger oder Immobilienkäufer? Wie findest du für dich das beste Angebot? Und worauf solltest du dabei unbedingt achten? Das alles verrate ich dir in diesem Video. Bleib dran, es lohnt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin Felix von Finanzen.net Ratgeber und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir uns anschauen, wo du die besten Konditionen in Sachen Zinsen bekommst, gehen wir ganz kurz mal der Frage nach: Warum steigen die Zinsen eigentlich? Das hat in erster Linie mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB zu tun. Die EZB bestimmt über den sogenannten Leitzins. Und den hat sie zuletzt mehrmals hintereinander angehoben. Der Grund dafür: die extrem hohe Inflation. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist sie zwischenzeitlich auf mehr als 10% angestiegen. Und die EZB versucht, die Inflationsrate auf ihr Zielniveau von ungefähr 2% herunterzubekommen. Soweit, so gut. Aber was hat der Leitzins mit der Inflation zu tun? Ganz einfach: ein höherer Leitzins führt dazu, dass weniger Geld im Umlauf ist. Die logische Konsequenz: das Geld, das noch im Umlauf ist, gewinnt an Wert. Sparen lohnt sich wieder mehr. Und dadurch, dass die Leute wieder mehr sparen und weniger Geld ausgeben, sinken wegen der geringeren Nachfrage auch die Verbraucherpreise. Die Inflation geht also zurück. So, das war jetzt der Mini-Crashkurs zur Frage: Was haben Zinsen und Inflation miteinander zu tun? Kommen wir jetzt zur Frage: Wo bekommst du die besten Zinsen? Du hast es dir bestimmt schon gedacht, diese Frage ist natürlich nicht mit einem Satz zu beantworten, denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Geld anlegen kannst. Fangen wir mal mit einem Tagesgeldkonto an. Mit einem Tagesgeldkonto erhältst du dir maximale Flexibilität, denn wie der Name schon vermuten lässt, kannst du noch am gleichen Tag auf das Geld zugreifen, das auf deinem Tagesgeldkonto liegt. Welche Tagesgeldkonten die besten Zinsen aktuell anbieten, das siehst du unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir unsere Tagesgeldempfehlungen verlinkt. Die ING Bank hat zum Beispiel im Frühling 2023 die Tagesgeldzinsen auf 3% angehoben. Solange die Zinsen voraussichtlich weiter steigen, empfehlen wir von Finanznet Ratgeber dir, dein Geld erstmal auf ein Tagesgeldkonto zu packen. Sobald der Zinspeak erreicht ist, solltest du wechseln, und zwar auf ein Festgeldkonto. Der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld ist schnell erklärt. Beim Festgeld, auch hier verrät es der Name schon, da legst du das Geld über einen festen Zeitraum an. Der Nachteil: du kannst innerhalb dieses Zeitraums nicht einfach so über das Geld verfügen, beziehungsweise ist ein vorzeitiger Ausstieg oft mit hohen Kosten verbunden. Der Vorteil beim Festgeld wiederum ist, dass die Zinsen hier etwas höher sind als beim Tagesgeld. Manche Banken, wie zum Beispiel die Klarna Bank oder die Crédit Agricole, bieten bei einer Laufzeit von einem Jahr aktuell bereits mehr als 3% Zinsen. Generell raten wir dir zu einem eher kurzen Anlagezeitraum. So bleibst du auch beim Festgeld flexibel und kannst zeitig wechseln, falls die Zinsen weiter steigen und es zwischenzeitlich noch bessere Angebote gibt. Schau am besten später mal in die Videobeschreibung. Da haben wir die Anbieter mit den besten Konditionen für dich zusammengestellt. Als nächstes habe ich einen kleinen Extra-Tipp für dich, auf welche Geldanlage es mittlerweile auch Zinsen gibt. Und wenn du gerne regelmäßig wertvolle Infos zu Themen wie Börse, Geldanlage und Co. haben willst, dann habe ich jetzt noch zwei weitere Tipps für dich. Erstens: abonniere diesen Kanal. Hier erscheinen regelmäßig Erklärvideos, wie zum Beispiel dieses hier. Und mit einem kostenfreien Abo hilfst du auch uns zu wachsen und noch mehr Menschen zu erreichen. Zweiter Tipp: melde dich für unseren wöchentlichen Ratgeber-Newsletter an. Mit dem bist du immer up to date bei allen wichtigen Finanzthemen und bekommst regelmäßig geldwerte Tipps. Auch der Newsletter ist selbstverständlich kostenfrei. Den Link zur Anmeldung, den findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, wie versprochen, der kleine Extra-Tipp. Vielleicht nutzt du ja für deine digitale Geldanlage einen Online-Broker bzw. Neo-Broker. Auch da bekommst du mittlerweile bei manchen Anbietern Zinsen auf dein Verrechnungskonto. Im Januar 2023 hat Trade Republic als erster Neo-Broker den Anfang gemacht und 2% auf nicht angelegtes Kapital angeboten. Kurz darauf ist der Konkurrent Scalable Capital nachgezogen. Wenn du mehr über die genauen Konditionen wissen möchtest, dann schau mal in unseren Zinsartikel. Den Link findest du im Beschreibungstext. So, jetzt haben wir ganz viel über Guthabenzinsen gesprochen, aber die Zinswende hat ja leider auch die Kreditzinsen nach oben schnellen lassen. Lass uns daher noch einen kurzen Blick auf Ratenkredite und auf Darlehen für die Immobilienfinanzierung werfen.
Was solltest du da beachten und wo gibt es gute Angebote? Unser Tipp bei Ratenkrediten: Vergleiche unbedingt den sogenannten effektiven Jahreszins der verschiedenen Kreditanbieter. Dieser Wert sagt nämlich am besten aus, welche Kosten tatsächlich auf dich zukommen. Auch wichtig bei der Ratenkreditauswahl: Du solltest gut abwägen, welche Rate du monatlich stemmen kannst, ohne dich finanziell zu überlasten. Eine höhere Rückzahlungsrate bedeutet natürlich eine kürzere Laufzeit und damit weniger Zinskosten für dich. Wenn die Rate aber so hoch ist, dass du nonstop zu wenig Geld übrig hast, dann bringt dir das auch nicht viel. Wähle stattdessen lieber eine Option, bei der eine Sondertilgung möglich ist, für den Fall, dass du in die Situation kommst, den Kredit vorzeitig zurückzahlen zu können. Das geht zum Beispiel bei der ING Bank. Generell sagen wir von Finanznet Ratgeber, ein Ratenkredit sollte immer die letzte Alternative sein, wenn du wirklich dringend Geld brauchst und es sonst wirklich gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Welche Anbieter gute Konditionen bei Ratenkrediten anbieten, das siehst du in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch das Thema Baufinanzierung an. Hier habe ich zwei wichtige Tipps für dich. Erstens, wenn du planst, eine Immobilie zu finanzieren, dann solltest du damit nicht allzu lange warten. Die meisten Experten gehen nämlich davon aus, dass die Bauzinsen auch in der Zukunft noch weiter ansteigen. Es wird also wohl leider nicht besser, wenn du abwartest. Zweiter Tipp, vergleiche bei deiner Suche nach dem passenden Darlehen nicht nur die üblichen Banken, sondern auch Kreditvermittler. Hier empfehlen wir dir Dr. Klein, da findest du oft sehr attraktive Angebote. Und wenn du für die Zukunft flexibel aufgestellt sein möchtest, dann legen wir dir, wie auch beim Ratenkredit, die Option auf Sondertilgung ans Herz. Comdirect bietet da zum Beispiel ganz gute Lösungen an. In der Videobeschreibung, da haben wir die aktuell aus unserer Sicht besten Angebote für Baukredite für dich nochmal zusammengestellt. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix von Finanznet Ratgeber.